Ein Schrägband kann man natürlich auch an eine Rundung annähen und ich zeige dir, wie du den Abschluss dann schön verarbeiten kannst. Dafür habe ich hier mein Schrägband vorbereitet. Ich habe das, ich zeige dir das mal, etwas länger als die Rundung gemacht. Hier habe ich das schon vorbereitet. Wenn du dir vorstellst, das wäre ein Rock. Und hier ist der Saum. Ich habe also die Seitennaht genäht und die Nahtzugaben auseinandergebügelt. Bei einem richtigen Rock würdest du natürlich die Nahtzugaben auch versäubern. Aber das ist hier nur eine Demonstration, deswegen habe ich das jetzt erstmal so gelassen. Und ich zeige dir jetzt, wie du das mit der Versäuberung des Schrägbandes genau machst. Dafür habe ich hier das Ende des Schrägbandes ca. 2 cm eingeschlagen und gebügelt und auch die Kanten habe ich nochmal so umgebügelt, also in dieser Falte. Und als erstes bügele ich aber diese Seite an, denn diese Seite wird später über diesem Ende liegen und damit haben wir dann einen schönen Abschluss. Und ich zeige dir jetzt, wie das Ganze geht. Und zwar fange ich mit dem offenen Ende an und lege das ungefähr 2 cm rüber über die Nahtzugabe. Man muss natürlich beachten, man muss sich das ausmessen, also man muss sich diese Strecke von der Naht einmal rum bis hierhin ausmessen und dann das Schrägband circa doppelt so lang sich zurechtschneiden. Ich habe das jetzt hier gemacht, dass ich circa 4 cm mehr habe. 2 cm habe ich hier umgebügelt und 2 cm habe ich hier, die ich über diese Nahtzugabe hinausgehe. Also ich fange nicht direkt an der Nahtzugabe an, sondern circa 2 cm über die Nahtzugabe hinaus. Und das habe ich so gemacht, damit diese Kante dann später ungefähr auch hier wieder auftrifft auf die Naht. Das sieht dann gleichmäßiger aus, wenn die Naht und diese Kante aufeinandertreffen. Ich fange also an, indem ich das Schrägband Kante an Kante auf den Stoff lege und mir wieder in dieser Falz die Stecknadeln setze. Das mache ich einmal rundherum und dabei achte ich darauf, dass die Stofflagen glatt aufeinander liegen. Ich habe das Schrägband jetzt einmal rumgesteckt und bin jetzt hier wieder angekommen. Und was du jetzt machen musst, ist, diese umgebügelte Kante muss jetzt hier als erstes auf den Stoff und dann die offene Kante drüber legen, damit, wenn du das später annähst, das dann so sauber gearbeitet aussieht. Und ich stecke mir das jetzt Kante an Kante wieder fest, also aufpassen, dass die untere Lage auch wirklich an der Stoffkante liegt, dann die obere rüber und dann stecke ich mir das mit einer Stecknadel fest. Jetzt nähe ich einmal rundherum diese Naht und das zeige ich dir jetzt. Um diese Rundung zu nähen, kann ich jetzt den Freiarm etwas kleiner machen und nehme mir diese Werkzeugbox raus. Und mein kleiner Rock passt fast genau um diesen kleinen Freiarm herum. Ich fange jetzt hier an, an der offenen Kante. Dort senke ich die Nähnadel genau in die Falz, in die gebügelte Falz des Schrägbandes ein und
nehme mir meine erste Stecknadel heraus. Wenn ich eine Rundung nähe, muss ich die Naht am Anfang nicht verriegeln, da ich ja einmal rundherum nähe und wieder hier ankomme und das dann automatisch verriegelt wird. Und einmal zurück und die Naht ist fertig. Diese wird jetzt erstmal gebügelt und dann zeige ich dir, wie das aussieht und wie es weitergeht. Ich habe jetzt diese Naht noch einmal gebügelt, obwohl sie schon vorgefalzt ist. Also hier oben kannst du das auch sehen. Nachdem ich sie genäht habe, ist sie nicht ganz so glatt und deswegen habe ich sie noch mal gebügelt. Und jetzt ist es schön glatt. Und dabei habe ich die Nahtzugabe nach oben gebügelt. Und nach dem Bügeln habe ich diese Nahtzugabe etwas zurückgeschnitten, auf die Hälfte ungefähr, damit das Schrägband mehr Platz hat, sich hier ganz bequem umfalten zu lassen. An dieser Kante ist es etwas frickelig, da hier mehrere Stofflagen aufeinandertreffen. Deswegen, um das Ganze etwas dünner zu machen, habe ich hier die Kante etwas abgeschrägt von dem unteren und hier oben habe ich auch die Kante etwas abgeschrägt, also von diesem hier. Und das Ganze habe ich noch einmal in der Mitte gebügelt, so dass es ringsherum sich ganz wunderbar falten lässt, und zwar so, dass es die Originalnaht verdeckt. Und das stecke ich jetzt einmal kurz fest. So, jetzt habe ich ringsrum die Stecknadeln festgesteckt und jetzt zeige ich dir, wie du genau dieses hier feststeckst. Du hast jetzt natürlich diese Kante, die, wenn du sie umschlägst, hier etwas vorkommen möchte. Das heißt, das ist jetzt etwas frickelig und du musst das Schrägband, dieses Ende so hinbasteln, dass diese untere Kante, dass du die da unter dieses Band legst. Am besten machst du das so, indem du diese Kante so schräg einfaltest und dann einmal glatt legst und mit einer Stecknadel fixierst. Dann kommt hier unten eine kleine Ecke vor, aber das ist jetzt vielleicht dann weniger schlimm. So sieht das von außen aus und so von innen. Und jetzt nähst du wieder rundherum, knappkantig, eine Naht. Ungefähr vielleicht 3 mm von der Kante entfernt. Dann ist es auf dieser Seite wahrscheinlich so circa 2 mm von der Kante entfernt. Du nähst diese natürlich von links, wenn du mit Stecknadeln gearbeitet hast, von der linken Seite. Wenn du Wonder Tape nimmst, das kannst du für den Großteil dieser Strecke machen. Aber hier wird dieses Wonder Tape wahrscheinlich nicht funktionieren, da hier zu viele Stofflagen aufeinandertreffen und das mit einer Stecknadel festgehalten werden muss, bevor du drüber nähst. Und ich zeige dir jetzt einfach mal, wie du das Ganze festnähst. Ich lege jetzt mein Nähstück wieder über den Freiarm. Das ist jetzt etwas schwieriger, weil es relativ eng ist hier. So, und ich fange jetzt kurz vor dem Ende an. Und zwar so 3 mm von der Kante entfernt stecke ich meinen Nähfuß ein. Und auch hier gilt wieder,
ich muss den Anfang nicht verriegeln, da ich in der Runde nähe und auch gleich wieder an derselben Stelle ankomme. Ich fange an zu nähen und an dieser Stelle gucke ich, dass alles gerade bleibt. Hier ist ja ziemlich viel Stoff, das heißt, die Nähmaschinennadel wird eventuell gleich etwas protestieren und nicht weitergehen wollen. Gucken wir gleich mal. Aber ich versuche, wenn sich das hier so aufschiebt, dann kannst du die Nähmaschinennadel im Stoff lassen, den Nähmaschinenfuß heben und mit der Stecknadel das Ganze etwas nachschieben und den Nähmaschinenfuß wieder herunternehmen und weiter nähen. So, jetzt wird es etwas schwieriger, weil da ganz viel Stofflagen sind. Und das heißt, dass ich hinten etwas ziehe. Nicht zu sehr, sonst könnte die Nadel brechen. So, die dicke Stelle haben wir übernäht und jetzt wird die Maschine auch ganz einfach weiternähen und nicht protestieren. Sollte sich das Band etwas nach oben biegen oder so, dann kannst du das natürlich mit einer Stecknadel herunterdrücken. So, jetzt sind wir wieder am Anfang angekommen. Hier kannst du auch noch mal sehen, die dicke Stelle ist eigentlich ganz gut vernäht worden. Und jetzt vernähen wir die Naht. Und dann zeige ich dir das Ganze noch mal auf dem Tisch. Hier siehst du jetzt, wie du ein Schrägband an eine Rundung nähst und dabei den Anfang und das Ende sauber vernähst. So sieht das Ganze dann aus. Und einmal rundherum ist das Ganze knappkantig abgesteppt.